Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal etwas um das iPad Mini und um das iPhone. Da ist nämlich was Interessantes ans Tageslicht gekommen. Weiteres seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Apple hat noch kein Event bestätigt. Sicher ist aber, im Herbst kommt das neue iPhone. Seit heute ist nun auch sicher, dass wir zum ersten Mal ein iPad Mini sehen werden. Es sind zwar noch keine offiziellen Angaben von Apple erschienen, trotzdem weiß man im Internet schon über alles Bescheid. All Things D, es ist eine Website, eine Apple-Website, Gerüchte-Website, wie man es auch immer sagen möchte, ist sich sicher, dass es in den nächsten Tagen zwei Apple-Events angekündigt werden. Eines am 12. September, auf dem das neue iPhone vorgestellt wird, und eins im Oktober. Dort wird das iPad Mini vorgestellt. In den nächsten Tagen sollte also dann die Einladung von Apple zu diesen beiden Events erscheinen. So glaubt zumindest All Things D. Aber was ist jetzt, wenn das iPad Mini und das neue iPhone kommen? Dazu haben wir mal eine schöne Videofrage beantwortet. Die betrifft jetzt eigentlich nicht das gesamte Team, sondern nur mich, beziehungsweise auch dann natürlich auch im entferntesten Sinne euch. Ich lasse sie euch jetzt einfach mal vorlesen. Hier kommt die Videofrage: Soll ich mir zu Weihnachten ein iPad Mini oder das neue iPhone wünschen? Genau. Diese Frage beantwortet ihr bitte kreativ, beziehungsweise nicht kreativ, sondern beantwortet ihr bitte in den Kommentaren. Eines dieser beiden Geräte werde ich mir zu Weihnachten wünschen. Was denkt ihr, was passt am besten zu mir? Oder wovon würdet ihr gerne ein Unboxing haben? Kurz vorneweg, wahrscheinlich werden wir ein Unboxing von allen Geräten bekommen. Wir werden einfach mal in den verschiedenen Apple Reseller Stores fragen, ob wir dort ein Unboxing machen können, beziehungsweise ein Review der Geräte. Und somit werdet ihr wahrscheinlich ein Review beziehungsweise ein Unboxing beider Devices haben, beziehungsweise bekommen. Und aber beantwortet die Frage trotzdem mal kreativ, also beantwortet sie einfach in den Kommentaren, weil ich bin mir nämlich unschlüssig und wollte einfach mal eure Meinung hören. Warum jetzt eigentlich keine Apple Week News Folge kommt, ist ganz einfach, und zwar habe ich vorhin den Tim angeschrieben, weil der ist jetzt auch wieder aus dem Urlaub zurück, habe den halt angeschrieben und meinte so, ja, was ist denn mit der Apple Week News Folge? Und er hat es total verpeilt, ist jetzt auch gar nicht mehr auf dem neuesten Stand, was die Apple Gerüchte und weiteres betrifft. Insofern lassen wir sie heute bzw. diese Woche weg und steigen dann nächste Woche wieder ganz frisch mit den neuesten Gerüchten ein.